Moin Leute, da es heute einen neuen Patch gab, ja, habe ich mir gerade mal den kleinen Panzer geschnappt und hier sieht man auch schon, die US-Truppe hat jetzt eine Reihe Jagdpanzer spendiert bekommen, T-82 wäre so ein kleiner, und den anderen sehe ich gerade nicht, der da, die sehen irgendwie alle komisch aus. Na egal. So, das ist auch gleichzeitig eine neue Karte. Die sieht ganz interessant aus. Es soll diese hier sein und noch eine andere, eine arktische. Also mit Schneelandschaft, besser gesagt. In der Arktis wollte ich. So, ich habe keine Ahnung, wo es hier sinnvoll zum Stehen kommen kann. Ich fahre einfach mal mit dem Pulk mit. Überlebe ich am längsten. Ich vermute mal, über die Seiten macht es am meisten Sinn. Aber um einen Überblick zu verschaffen, erstmal den Berg hoch. Scheint nur einen Übergang zu geben. Das ist die Brücke in der Mitte, wenn ich das auf der Minikarte so richtig sehe. Das ist ja mal typisches Gemetzel dann hier, oder? Naja. Und das Gegnerteam hat haufenweise Jagdpanzer. Also wir auch, aber so viel traut man sich ja gar nicht vor. Das war irgendwie kein Treffer. Das ist auch so ein neuer Panzer. Wir haben sie. Das ist schön. Ja, trifft doch. Komisch. Ich dachte, mit dem Patch haben die endlich mal was neu gemacht, aber diese Bugs scheinen immer noch zu sein. Tja, das sind zwei Camper-Bussis, ne? Ah, im Norden kann man scheinbar durch. Oder der Fluss ist nicht so tief, das kann natürlich auch sein. Mal im Norden, ihr seht das gerade hier, bei B89 taucht da einer auf. Und da steht auch unsere Arti, das ist natürlich voll uncool. Oh mein Gott. Aber sieht schön aus, kann man nicht anders sagen. Eine SU 85, das ist ja noch vom alten Kaliber. Na, schieß mal ein bisschen an. Da fährt irgendwas über Norden. So groß scheint die Karte gar nicht zu sein, oder täuscht das? So gut zum Campen ist das ja irgendwie auch nicht. Es sei denn, die tauchen da drüben im Hügel auf. Die Gegnerseite hat gar keinen Hügel, sehe ich gerade. Außer den einen, wenn man den Fluss überquert hat. Da fährt einer ganz im Süden rein. Das probiere ich doch auch mal aus. Wo kommt man denn hier lang? Das haben die echt schön gemacht. Ob das fiktive Plätze sind oder vielleicht sogar irgendwo ein Originalschauplatz, man weiß es nicht. Aber jetzt haben die nur noch Jagdpanzer und die campen dann nur noch rum. Das heißt, ja, kommen wir hier durch? Ja, sieht gut aus. So tief scheint das nicht zu sein. Na toll, ich dachte, das wäre die Brücke, das wäre mal ein schönes Hindernis. Aber das hätte vielleicht nicht geklappt, wenn dann alle Panzer drauf zufahren und die Brücke versperren. Man kann zwar die Wracks mittlerweile zur Seite schieben, aber naja. Was fährt denn da? Ja, der war nicht mehr. Die haben zwei Hetzer noch. Zu 85, wenn ich das richtig sehe. 76, okay. T40,
Ich denke mal sowas wie ein Hetzer-Niveau. Ja, der Berg verteidigt, wir greifen hier unten an. Mal gucken, was so geht. Okay, was können wir hier so Schönes machen? Na, die Flagge ist nicht mehr weit und da drüben ist der Hügel, den man dann vermutlich ganz gut, ja, besetzen kann. Nee, kann man nicht durch, das ist, wäre zu toll. Da kann man eigentlich wunderschön die Base verteidigen. Was steht denn da oben und campt? Feuererlaubnis erteilt! Wo sind Sie hin? Hm, hat das jetzt was gebracht? Was steht denn da oben noch? Mal schön mit HE-Munition auf einen offenen Panzer schießen, das ist immer gut. Das war nicht gut. Auch ein Hetzer, süß. Nee, der war zu schnell. Ah, schöner Kofferraum und die lädt nach, lädt nach. Das war sein Motor. Ja, sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Beide Hetzer sogar schon tot, sehe ich gerade. Hm, der eine Dicke, der noch da oben steht. Der hatte, glaube ich, auch eine schwere Kanone drauf. Nicht so wie ich mit dem Standardturm. Ich habe schon wieder diesen Soundbug. Die Flagge ist ziemlich offen, also da jetzt drauf zuzufahren ist bestimmt nicht so toll. Deswegen warten wir ab. Genau. Ja, ich schieße voll drauf und passiert nichts. Probieren wir es so. Schon viel besser. So, dann sind es nur noch 4 Panzer. Der eine, der vermutlich immer noch da oben steht. Es sei denn, er fährt zufällig hier über diese A-Linie, aber ich glaube nicht. Wo steht denn dann der Rest? Der kann ja alles nur hier oben stehen. Oder der fährt echt hier oben, wo es keiner sieht. Und nimmt dann die Base ein. So. Ich komme mal über die Brücke. Aber irgendwie, ja, passiert ja nichts. Noch haben wir 7 Minuten. Aha. Das war ein schwerer Panzer. Nehmen wir den hier noch ins Visier. Bereit zu feuern. Ich sehe sie nicht mehr. Ja, das war ein Schuss in den Ofen. Egal, fahren wir vor. Jetzt sind wir mal ganz mutig. Ach du Scheiße. Der hat den dicken Turm, aber eine kleine Kanone drin. Oder was ist das? Also den Schmalturm, besser gesagt. Ja, der ist platt, wunderbar. Schön atmen. Also mit dem Medium-Panzer habe ich nicht so die Ahnung, was das vorne angeht. Falls es jemand besser kann, dann sagt es ruhig, sagt wie es geht. Ich bin für alles offen. Ey. So, dann komm her, Kleiner. Ich will dich auch noch platt machen. Der kommt bestimmt nicht mehr. Ah, er schießt irgendwas. Aber jetzt fragt man nicht woher, ne? Das kann ja nur von dem Hügel kommen. Hm. Wo schießt denn das? Das ist der Vorteil der Jagdpanzer, ne? Die werden nicht so schnell aufgedeckt.
wenn der hier als Scout nicht so nah ranfährt. So, warum dann nicht auf mich schießt, weiß ich nicht. Vielleicht sieht er mich nicht, weil ich stehe. Keine Ahnung. Oder er kommt nicht ran, weil er in irgendeiner Lücke steht. Tja. Würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen und wir werden sehen, was die nächsten Runden so passieren wird. Okay. Ja, ein bisschen was beschädigt. Alles klar, na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.